Okay. Also, Das war eine wir dürfen Tatra oder das, so, ne? das ist unser Fahrzeug, den haben wir frisch gekauft, ne? Das ist ein nagelneuer Krass. Wagen. Okay. Und wir fahren jetzt rum und kontrollieren die Menschen. Wir wollen ja das Verbrechen stoppen, wissen Sie? Was möchten Sie denn bei mir kontrollieren? Ja, was haben Haben Sie Sie denn? Marihuin dabei? Marihuin, einen Marihuin. Moment. Nein, habe ich nicht. Haben Sie eine Waffe für meinen Kollegen dabei? Positiv. Das wäre Ich weiß ja super. nicht, ob die ihm gefällt. Ja doch, dem gefällt mir deshalb. Aber Die gucken mal. Sie doch mal. Ich hole die jetzt raus. Ich Ja, gucke sicher jetzt mal mal. weg von Ihnen, ja. So, ich hole die mal raus. Jetzt wird er den nicht rausholen. Warum will meine Hand den nicht rausholen? So, jetzt aber. Gucken auch alle weg, ne? Keiner sieht, dass da irgendwas Funzt reingelassen nicht. wird. Das ist mir User jetzt left your egal. channel. Wer möchte die denn haben? Der Der Herr, möchte da. ich haben. Aber ich kann Ihnen noch nicht einfach meine Waffe geben und sollte mir den Namen nennen. Bitte? Es ist Dimitri. Das ist Ranjit Dimitri Muratov. Papalapapap. Und das soll ich Ihnen glauben. Ja. Ja? Warum richten Sie denn die Waffe auf mich? Ich dachte, Sie sind so wie Polizisten. Sehe ich irgendwie gefährlich aus, dass Sie die Waffe Ja, auf Sie mich haben haben? eine Waffe. Sie haben Ja. eine Waffe. Haben Sie auch einen Waffenschein? Darf ich mal Ihr Waffenschein sehen? Aber natürlich. Besteuerungsmuskel, ja? Dafür. Das sind eigentlich nur alles Praktikanten. Ich bin ja eigentlich der richtige Kopf. Ach ja, Wir ach sind ja, genau. überfordert mit dieser Situation. Ich frage mich denn jetzt Ja, hier. genau. Ja, ein bisschen Natürlich überfordert hier, ja. habe ich den Waffenschein. Steffen. Wo, okay. Ich habe nur gerade nicht die Ja, Link. Möglichkeit, Ihnen den zu zeigen. Ich weiß nämlich wieso. Sie nehmen den Da nehme ich Sie so meine nehmen Hände nach oben dann und den bewege mich. Mausrad. Ja. Da gehen Sie hoch und runter, dann können Sie die Waffe rausholen. Ja, So mit der Mausradmuskulatur. das ist diese Waffe hier. Schauen Sie sich die mal an. Gucken Sie mal, wie schön. Die ist auch Ja, lichtersuper in natürlich, der die Hand nehme so, ich ne? gerne. Das ist kein Problem. Wenn Sie So, so alle kommen. rennen voll so. Der hat eine Waffe! Der hat eine Waffe! Der Oh hat eine mein Gott. Waffe! Der hat eine Waffe! Ja, ja, Sie müssen nicht so in Deckung gehen. Ich werde schon nicht auf Sie schießen. Ja, dann ist ja gut. So, Warum sollte ich denn jetzt auf legen Sie eine doch mal die. Zivilpolizei schießen? Das wäre doch völliger Schwachsinn. Richtig, jetzt legen Sie mal die Waffe hin. Dass wir uns die mal Aber genauer angucken können. Am besten mit Magazin. Und dann ja, treten Sie warten erst mal Sie. einen Meter zurück. 430, Mit 431 Magazine, Anleitstelle, bitte. bitte kommen. Genau. Oh, da haben Sie sogar Magazin dabei. Ja, guck dir die mal Wie an, ist denn Ihr Kollege. Name? Haben Sie eigentlich einen Oh, super. Polizeiausweis? Dankeschön. Natürlich Bin habe ich schon einen seit Leben Polizeiausweis, unterwegs. aber Zivilpolizisten dürfen das nicht. Ich Ja, kann Sie Ihnen nur müssen meine mir wenigstens Ihren Dienstnummer Namen, geben. Ihren Ausweis Ich kann Ihnen zeigen. nur meine Ich weiß nicht, Dienstnummer wie Sie. geben, die lautet 983. Aber Sie. Soll ich Sie jetzt Herr 983 nennen? Richtig. Wird wie mal Aber sehen. das gefällt mir aber Richtig. nicht so. Also, nee. Noch ein Wagen? Kommando. Ja, das Langsamer fahren, bitte. war. Hör mal, glaube ich, Stenne hier. Das war jetzt hart. Der ist aber zu Ja, schnell ja. gewesen. Den müssen wir Wie kann es sein, aufhalten. dass der einfach an Ihnen vorbeifährt? Ja, wir fahren ihn gleich Das war auch einer hinterher. von unseren Zivilcops. Wir wissen schon, wo die hingehen. Also, das ist kein Problem. Zum Drogenverarbeiter. Dann machen Sie sich keine Sorgen. Warum machen Sie da nicht mal schöne Felgen hier drauf? Das sieht ja grauenvoll aus. Ja, Ja, das weil wir sind. sowieso durch Stock und Stein fahren und alles Das kaputt ist. geht. Genau. Wir sind nur Praktikanten. Das ist sein Problem, ja? Richtig? Das ist sein Zieh Problem. mir nicht ins Gesicht oder ich schieß dir ins Gesicht. Ja? So, also der Herr, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Sie dürfen weiterfahren. Aber Sie können doch jetzt nicht mit meiner Waffe abhauen. Ich habe Natürlich, einen die gehört. Waffenschein. Sie haben doch Ich gar habe einen keine Waffe. Waffenschein, ja? Sie Ich hatten habe doch gar einen. keine Waffe. Also wir Wir sind. können das auch anders dann machen. Ja, Wie wollen Sie denn dann machen? Nee, den lass Führerschein? mal ziehen, das ist doch ein netter Herr. Ich habe einen Führerschein, ich habe eine Waffenlizenz und ich habe Ihnen sogar meine Waffe gezeigt und jetzt nehmen Sie die einfach weg. Naja. Ja, das Problem ist, die Waffenlizenz ist illegal. Also Also dann beziehungsweise lass mich angucken. ungültig. Sie haben mich völlig legal erworben. Dann Ja, können nachher Ihr E-Mails Waffenschein ist aber schreiben. abgelaufen, oder Kollege? Der ist abgelaufen gewesen, ne? Sie können nachher Da habe ich in auch Lakeside gehört. im Sehen Parcours Sie? Ihre User left your Waffe channel. abholen. Ich habe es mir gemerkt. Eine Desert Eagle mit einem Magazin und einem geladen. Dann geben Sie mir doch mal Ihren Namen, damit ich das auch rausfinden kann, wo er Helmut die Waffe Schulze. hergibt. Helmut Schulz in meinem Namen. Sie haben doch auch einen Ausweis. Lassen Sie mich dort sehen, dann kann ich das auch lesen. Nee. Das geht nicht. Ich habe ihn vergessen. Das können Sie mir doch nicht sagen. Sie können doch nicht zivil rumfahren, Jetzt wein nicht. Den als würden Ausweis, den holen wir jetzt gleich. Zivilpolizei Müssen wir und gleich einen in die Base Führerschein fahren. nicht mehr haben. Stimmt, ja. Ich habe auch meinen Kommen Sie Führerschein mit in die vergessen. Base, dann fahren wir, holen wir Ausweis, ja. Ja, machen wir so. Soll ich da Kommen Sie mit Ihnen mit in die mitfahren? Base. Ja, Sie fahren Möchte einfach jemand die mit fahren uns hinterher, fahren? Sie Ja, fahren uns die einfach fahren hinterher. hinterher, ja.
Wir fahren uns einfach hinterher. Alles klar, dann mach ich. Na, wir sind voll. Mach die Sirene an. Der fährt uns jetzt echt hinterher. Jetzt ist er eh gleich so Restart leider. Hast du kein Magazin, ja? Nein, nein. Doch, ein Magazin, oder? Nein, keine Magazine, keine Munition. Dann kannst du auch wieder zurückgeben in die Waffe, ja. Eine Waffe mit einem Magazin reicht doch. Ja, ich habe jetzt aber gerade vorhin auch, glaub, 4 oder 5 Magazine da in Dings gebraucht. Im Gefängnis. Ich habe 22 Magazine dabei. Ah, dann gibt's mir ein paar. Ja, für die meine Waffe. Ah, fick dich. Jetzt haben wir ihn abgehängt. Einfach ist es, ne? Ja. Die war auf jeden Fall die geile Scheiße, also hat mir gefallen. Die letzte Stunde, was? Was machen wir jetzt? Ja, jetzt ist eh gleich Sonnenfinsternis. Stimmt, stimmt, in 10 Minuten. Richtig. Dann ist das schöne Auto weg. Das ist nicht gut. Müssen wir uns ein neues holen? Wie können wir jetzt aus dem Knast befreien? Das ist der Typ, der ist gerade auf dem 911-Punkt. Wer ist auf dem 911-Punkt? Der Typ. Ja, hier, hi. Das kann doch nicht sein, der kauft uns das jetzt ernsthaft ab. Du kannst auch an mich melden, ich bin auch Polizei. Aua. Warte mal kurz. Der Wagen noch, hi? Ja, ja. Nein, nein. Wo ist denn der überhaupt? Wie gesagt, er ist halt derzeit gebunden. Alles klar. Was ist ihm gebunden? Ja, Ding. Also den Kopf, dass er was macht. Ja. Also Server, ich dachte, das sind 10 Minuten, ne? Nee. Doch. Was dann? Ah, hier ist ein Kopf. Was jetzt? Ja, nein? Ja, in 10 Minuten. Schönen guten Tag. Ich wurde gerade von einer Bande in einem Polizeiauto überfallen. Wo genau sind Sie? Wir kommen kurz vorbei. Also jetzt bin ich gerade am Waffenhandel ungefähr. Ich bleibe eben hier beim Waffenhandel stehen, aber ich bin schon bei mir. Fahren Sie Richtung Lakeside, Morrisontown Brücke. Wir kommen Ihnen gegen. Alles klar. Ja, nee, negativ. Das ist der einzigste aktive Polizist im Dienst. Befindet sich derzeit in meiner Gegenüber von mir. Den Wichser, ich hau dem die Fresse ein. Ich wiederhole, der einzigste aktive Polizist befindet sich bei mir. Das kann so nicht sein, ich bin doch hier auch. Wir sind doch auch Polizisten. Wir sind die 431. Genau. Können Sie überprüfen, wir sind gerade auf Kontrolle. Ja, schnell zum Waffenladen hin und die nächste Waffe abziehen. Ja, ja, auf geht's, los. Super. Nee, die Typen, nee, den mag ich nicht, den, nee. Den Typ überfalle ich, der wollte uns petzen. Ja, den müssen wir jetzt richtig überfallen. Wir haben ihm doch nur eine Waffe abgenommen. In sein Auto war die ganze Zeit offen, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ich wollte eigentlich einfach einsteigen und wegfahren. Aber ob das so RP gewesen wäre, weiß ich nicht. Nee. Saisontal ist auch so. Also, nee, mag ich nicht sowas. Ein bisschen muss man mit den Leuten schon. Ist Waffenlade safe so? Weiß das jemand? Nein. Ich glaube nicht. Der ist auch nicht hier, was steht denn so? Wo steht denn sein Auto? Nee, der ist hier nicht. Ist er wirklich nicht. Oder ist der in Lakeside? Ja, guck mal durch Lakeside, ist ja egal. Ist bestimmt in Lakeside reingefahren, Alter. Ist hier nur ein Cop online, der. Ja, was will denn der machen gegen 4 Bewaffnete, hallo? Ja, klar. Ich hab keine Muni. Ja, doch, ein Magazin! Ich hab genug, glaube ich. Oh, da schießt doch wohl. Oh, wer schießt denn da? Ist es der Typ? Ach ja? Wer hat denn jetzt auf uns geschossen? Ja, da. Wow. Wow. Was war denn jetzt das? Wer war denn das jetzt? Ich hab ja vorher das krasse Déjà-vu. Ich würde davon abraten, außer Sichtfeld und so, gell? Nur so zur Information, falls noch hier im Funk bist. Was war denn das jetzt für ein Witz? Aber das war doch eine Schnellfeuerwaffe.
Ich denke auch, ja. Nein. Wenn er eine gute Waffe gekauft hat mit Triggerfinger, dann ist es auch nur schnell Feuerwaffe. Ja, ich sehe hier auch niemanden. Ich hab den gar nicht gesehen, ich hab nur geschossen gehört. Ich auch, ich hatte das Gefühl, als hätte er vom Dings unten geschossen, vom Dock aus. Ja, also vom Strand da unten. Ich war mir aber nicht sicher. Also ihr steigt aus, er schießt hin und ich bleib noch im Auto. Ja, du weißt schon, der im Auto sitzt, wird als erst rausgeschossen. Was sollst du denn ohne Magazine machen, du? Ja, ja. Fahr mal vorsichtig. Ah, ich sehe schon, komm ich. Da ist das Schildsauto doch. Wo? Ach, da unten am Strand stehen sie. Ah. Da steht auch ein Cop-Auto. Dann haben die Cops auf uns geschossen. Richtig. Die haben MP-Öffner gemacht, die Bastarde, wir können die jetzt wegholen. Ich will bitte noch kurz zum Waffenhandel und mir ein paar Magazine holen. Hast du Geld dabei? Ja, 6.000, ja. Ja, da kommst du nicht hoch. 6.000, ich kann... Das ist aber unter alles, dass die einfach auf uns knallen. Boah, wie sie da steht. Ich hol den Kopf hier jetzt, warte kurz. Hallo, ich brauch Money, Mann. Ja, warte, ich will doch nur den einen Kopf holen. User left your channel. Wir haben Langfeuerwaffen, gell? Komm, ich schrei immer wieder ein. Allein! So. Rein, Jungs, rein! Schnell, schnell, wir haben Langfeuerwaffen! Ja, los, rein! Wie ich seh schon, komm, jetzt sind wir gleich tot! Oh. Gib Gummi, Mann! Gib Gas, Alter! Schnell, ja, schnell! Haben wir jemanden getroffen? Nein. Mein Reifen ist aber gelb. Ja, fahr von hier weg, Mann! Ich durstig. Nein, wir müssen uns danach wieder ein Cop-Auto holen. Ja, wenn noch mal ein Cop online kommt, das ist die Frage. Einer von uns muss in den Knast kommen, irgendwie. Ja, wie kann man jemanden aus dem Knast holen, wisst ihr das? Also ohne, dass jetzt Cops... Was? Bolzenschneider? Ah, okay. Weiß ich fürs nächste Mal. Aber eine Türe und es sind ungefähr 3 Türen. Bolzenschneider ist ziemlich teuer. Ja, 5.500, das geht ja noch. Andere haben gemeint, ja, den Sprengstoffgürtel, ich so, was? Der kostet ja irgendwas mit 3 Mille, ne? Glaube ich weniger. Ich weiß nicht, ich habe selber noch niemand rausgeholt. Ja, ich heute versucht, aber gescheitert. Aber du bist lebend rausgekommen, ne? Ja. Zwei von 4 sind rausgekommen. Komm, YOLO, in 5 Minuten ist Restart. Falls wir getötet werden, wartet einfach bis Restart, dann haben wir immer noch unser ganzes Stuff und so. Richtig. Fahr nicht direkt rein. Wir schießen verwendung von hier oben runter. Hey, was sind denn wir überhaupt? Ach, hier. Ja, ich würde sagen, wenn, dann würde ich von hier oben runter schießen, weil da hat man einfach... Und ja. Ich sag mal, die Diegel jetzt zum Beispiel, die hat schon Durchschlagskraft auch aus Entfernung, ne? Hat die Bullet Drop von der Entfernung aus? Was? Ob die einen Bullet Drop hat, also ob die Kugeln auf Entfernung mit der Diegel auf tiefer sinken, sozusagen. Das und weiß ich jetzt nicht. Ja, wo sind denn die jetzt noch? Sind die weg, get oder was? Get out. Ja, die sind weggefahren. Da steht aber immer noch das andere Auto. Und auf das schießen. Ja, vielleicht hat der Cop die mitgenommen. Habt ihr geschossen? Ja, boah. Hab ich geschossen. Nee. Was liegt denn da? Kann es sein, dass hier hochgeschossen wird? Hört sich so an, gell? Ja. Da unten ist ein Medic, ja. Wir stehen da unten noch. Wo? Wo denn ist? Im Wald. Wo stehen da die? Ich sehe die nicht. Und wir sind zu fünf. Fuck, mir gehen die Magazine aus. Hat noch jemand Diegel-Magazine? Jungs? Was sind die jetzt hin?
Ah ja.